So, da sind wir dabei. Resident Evil 6. Weiter geht's. Wir haben die drei Flakgeschütze beim letzten Mal gesprengt und jetzt geht es darum, den BOW auszuschalten. Wie auch immer das funktionieren soll. Wir sollen ihm das Ding aus dem Rücken rausziehen. Ich habe ja bisher noch keine verdammt großen Pinzetten gesehen. Sollen wir das ernsthaft mit der Hand machen? Ich bin mir ja nicht so wirklich sicher, ob das eine gute Idee ist, aber wir probieren es doch einfach mal. Who the fuck cares? Wenn wir es nicht testen, dann wissen wir nicht, ob es geht. Deswegen werde ich ihn jetzt einfach mal ins Gesicht schießen, oder? Weil er fällt ja auch manchmal auf die Knie. Wo er da wirklich schwach wird und nach unten geht und so weiter. So wie jetzt, so wie jetzt, so wie jetzt, so wie jetzt. Steh auf, steh auf. Okay, es ist, glaube ich, eine scheiße Idee, direkt vor ihm zu sein, oder? Oh, jetzt, 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 komm schon. Oh, oh. Nein, 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 nein. Absolut gar nicht. Aber sowas von nicht, Junge. Ich hab... Oh Gott, ich hab... Ah! Ich habe keine Munition mehr in der Schrotflinte. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hab im Allgemeinen nicht mehr so viel Munition. Deswegen wäre, glaube ich, echt das Beste... Ich glaube, das bringt mir von hier unten rein gar nichts. Vor allem nicht mit der Pistole. Mit der Pistole gegen so einen riesen BOW. Ja, ist klar. Ja, das waren verdammt viele Fertigkeitspunkte. Wo sind die denn hergekommen? Gab es noch das andere Gebäude, wo auch noch ein Geschütz drauf stand irgendwie. Das war zwar nicht das hier, aber was war hier oben nochmal drin? Frage ist halt, ich muss ja auch irgendwie auf ihn drauf kommen. Wenn es wirklich so ist, dass ich das Ding mit der Hand irgendwie rausziehen muss, heißt es für mich, ich muss sowieso auch von einer erhöhten Position im Prinzip gegen ihn kämpfen. Aus dem Grund ist das, was ich hier gerade mache, eigentlich ganz, ganz, ganz großer Bullshit. Gefolgt von diesen Gegnern. Ja, erstmal reingrätschen. Ja, fuck you. Lass mich drauf. Der hat gerade irgendwas gezündet, kann das sein? Ach, hier ist das Geschütz. Hier ist das, was ich gemeint habe, das andere Geschütz. Oh, komm, Sniper, echt jetzt? Du Hund, du bist gestorben beim letzten Mal, du Hund. Sniper-Hund, Alter. Nicht Sniper-Wolf oder so. Ist ja nicht Metal Gear Solid, macht dich nicht lächerlich. Preisfrage, wie lange muss ich ihm ins Gesicht schießen, bis ich hinkniet? Oh, gar nicht so lang. Okay, 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 okay. Kein Witz, kein Witz. Ich muss echt drauf springen. Okay. Zieh! Ja! Hahaha. Lass mal von innen nach außen gestülpt, das Vieh. Auf freigelegte Organe zielen. Feuer frei! Ab geht's, ab geht's, ab geht's. Holy shit, warum nicht gleich so? What the fuck? Holy fuck. Das ist ein Haufen Schokoladenpudding. Mit Nougatstücken, wie man gerade gesehen hat. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hey. Hey. Kennen wir uns? Ihr Soldaten seht für mich alle gleich aus, Kumpel. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ist schon gut. Guten Flug. Kannte Piersin? Wir können ihn doch nicht einfach gehen lassen. Verdammt, wie viele Männer haben wir durch Söldner wie ihn verloren? Er ist nicht unser Problem. Konzentrieren wir uns auf die BSAA-Mission. Too sorry. Zieh mal dein Pali ein bisschen enger, Junge. Bioterrorismus bekämpfen, Sir? Ich weiß, warum wir hier sind. Du weißt schon, um was es hier geht, Pierce. Du Trottel, schau mich an, schau mich an. Der Neuling, Mann, Finn, wie er abgegangen ist. Mit seinen Sprengsätzen. Holy crap, der Typ, der zündet auch ein Waisenhaus an. Bei dem muss man vorsichtig sein, auf jeden Fall. Wer da noch voll der Troll ist. Naja, okay, BOW wäre damit auf jeden Fall mal ausgeschalten. Erstmal richtig schön den Darm zum Rücken rausgezogen.
Und wo geht es jetzt hin? Okay, ins Rathaus. Ich glaube, ich nehme mal die Pistole, weil das ist noch die Waffe, wo ich noch am meisten Munition habe, in Anführungszeichen. Okay, ausschwärmen. Durchsucht alles von oben bis unten. Oh, diese Dinge sind schon ein bisschen creepy, wobei sowas irgendwie in der Wohnung stehen zu haben als Statue wäre auch ziemlich nice. Sind das Menschen? Ich würde den da nehmen. Der da, wo auf irgendwas zeigt. Wer ist da? Und dann würde ich ihn vors Klo stellen und ihm ein Toilettenschild um den Hals hängen. Das wäre voll awesome. Okay. Genug Gedanken über geschmolzene Menschen. Schauen wir uns über hier mal ein bisschen um. Ich empfange etwas von der anderen Seite der Tür. Pierce, Finn, mir nach. Alle anderen suchen hier draußen weiter. HQ, drei von uns trennen sich von der Gruppe und dringen weiter in das Gebäude ein. Okay, ich will mich aber trotzdem hier mal ganz kurz vorher umgucken. Oh, schau mal, ein Schlangensymbol. Da habe ich vorhin irgendwo auch eins gesehen, aber bin dann im Eifer des Gefechts nicht mehr zurückgegangen. Also, falls ihr das auch gesehen habt in dieser oder der letzten Folge, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jupp, ich weiß, ich hab's verpasst, aber whatever. Mein Gott. Muss ich eben nochmal machen. Was habt ihr denn eigentlich gemacht? Willkommen in meinem Schokoschloss. So sieht es aus. Das war auch eine interessante Werbekampagne. Geschmolzenen Schokomenschen. Okay, was empfängst du denn dahinter? Hoppla, ich hätte ziehen sollen, oder? Haha, es war ein Test, habe ich recht. Ich habe ihn nicht bestanden, eindeutig nicht. Okay. Na, das sieht ja lecker aus. Scheint das Abendessen von irgendjemandem zu sein. Ah, oh, what? Das war gerade Ada, glaube ich. Wow. Okay. Ah, ganz cool, Junge. Immer mit der Ruhe. Bam. Ach Mann, der war schon tot, bevor ich ihm ins Gesicht treten konnte. Ah, traurig. So ein bisschen Munition wäre jetzt schon... Ja, genau. Das ist doch genau das, was ich, nachdem ich suche. Vielleicht noch ein bisschen fürs Sturmgewehr, fürs taktische Sturmgewehr. Nein. Keine Liebe für mein Sturmgewehr. Warum liebt keiner mein Sturmgewehr von euch? Halt, da liegt noch was. Das ist aber auch Schrotflintenliebe. Schrotflintenliebe ist auch interessant, ja. Kurze Reichweite, aber extrem heftig. Das ist Schrotflintenliebe. Holy fuck, da kannst du ja gar nicht daneben pissen. Baut doch gleich ein 360-Grad-Pissoir. Wo du dich reinstellst und dich auch drehen kannst und so einen Scheiß. Flips machen, Handstand, völlig egal. Ich habe keine Axt dabei, ne? Ich sollte mal ganz kurz meine Waffen, die ich soweit jetzt habe, nachladen, dass ich zumindest mal ein Magazin drin habe. Wobei nicht mal ganz. Also Ada scheint hier auch rumzustreuen irgendwo. Holy fuck, das ist ein Haufen von diesen Typen. Ah, ist eh nur ein Klo. So dringend ist es noch nicht. Wir haben doch eingebaute Pinkelflaschen in diesen Anzügen. Oder? Hoffentlich. Da schlüpft etwas, Sir. Oh Gott, es ist hässlich. Es ist hässlich. Oh, oh, oh. Wegsliden von der Explosion. Ich habe halt echt nicht so viel Munition jetzt. Trotzdem schieße ich jetzt Gesicht wie ein Baus. Nachladen, nachladen, nachladen. Bam! Au! Crap! Heftiger Schlag von oben ist immer schlecht. Okay, mit was... Mit was befeuere ich dieses Ding jetzt? Hier ist ein Schrotflintenpatron. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, da schlüpfen nicht noch mehr von den Viechern. Oder sind jetzt... Oh, oh! Alter, ich wollte doch nur hier weg... Will mich nicht gehen lassen. Okay, 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 okay. Oh, shit, Mann, ich muss blenden.
Und dann fraggen. Zumindest ist der Panzer bei dem einen jetzt auch auf. Wow. Holy shit. Die hat's voll erwischt, Junge. Wow, okay. Your face. Jawohl, Alter. Hast du schon mal einen Kinnhaken von einer Granate bekommen? Weißt du, wie awesome das ist? Jetzt weißt du es. Alter, die halten viel aus. Ich darf mal neben mir strollt hier, der Typ. Bisschen aus dem Gefahrenbereich raus. Oh Gott! Nein! Das kannst du doch nicht machen, Junge! Oh, der ist tot. Jawohl, einer ist down, sehr gut. Habe ich ihn noch erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Volle Kanne mit der Schrotflinte. Volle Kanne sieht anders aus, aber er ist down auf jeden Fall. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Nö, ist schon okay. Bring sie rein, bring sie rein. Na, Halleluja. Sind hier noch irgendwo Munition für mich? Ich kann auch nicht aus dem Raum raus. Nope. Das war, oh, dein Panzer erstmal brechen. Wollte gerade sagen, erstmal wollte ich deinen Panzer brechen. Die einzige Waffe, die noch Munition hat, ist meine Pistole. Ah! Messerkampf, Alter. Messerkampf mit diesem Riesengorilla. I don't care. Ich bin badass. Du werfst dich mit dem Messer, wenn ich auf dem Boden bin. Ich hab's nicht vor. Wie viele Einstichstellen hat eigentlich Chris schon auf der Brust? Ja, Leon ja auch, genauso bei ihm war es stellenweise sogar noch schlimmer. Ich muss sagen, hier geht's ja mit dem Sterben eigentlich bisher. Naja, natürlich gibt's die ein oder anderen Stellen, die einen einfach mal abficken, die man vielleicht falsch einschätzt auch einfach für den Moment und dann ist man mitten in der Situation und dann merkt man, okay, das funktioniert nicht so gut. Ich krieg mit der Pistole deinen verdammten Panzer nicht ab und ich habe nichts anderes mehr. Oh Mann. Das ist echt ein bisschen sparsam mit der Munition hier an der Stelle jetzt. Auf zu schnaufen wie so ein Vollonk. Ich weiß, wo du bist. Wie wär's, wenn ich dir nochmal. Oh, mit Messer, mit Messer, mit Messer, Alter, mit Messer. Ja, nee, ist nicht, Junge. Sehr gut, jetzt ist wenigstens sein Panzer weg. Irgendwie auch nicht so ganz, ne? Okay. Verdammten Messerkampf. Aha! Oh shit! Habe ich den gerade mit dem Messer besiegt? Holy fuck! Wie männlich ist Chris eigentlich? Die UV ist neutralisiert. Ja, eher schlechter als recht. Den Rest des Gebäudes, aber bleiben Sie wachsam. Naja, ich habe überlebt, das ist alles, was zählt. Können wir jetzt hier rausgehen? Dumm-Dumm-Geschosse, also ja. Dumm-Dumm-Geschosse, sagst du. Bin mir sicher, die sind sehr hilfreich hier an der Stelle. Munition! Gar nichts. Nein, keine Munition. Oh komm, hasst mich doch nicht jetzt. Ha, wie ha. Oh oh. Haha, also. Das Kampfmesser ist schon ziemlich badass, muss ich sagen.
ist um einiges besser, als ich dachte, vor allem. Ah. Kompletten Raum ohne einen Treffer eingesteckt zu haben, einfach mal mit dem Kampfmesser ausschalten. Okay, ein oder zwei Treffer hier eingesteckt, aber trotzdem. Ich glaube, ich sollte diese Waffe vielleicht sogar erstmal behalten, bis ich wieder einen kleinen Vorrat an Munition habe. Wenn ich jetzt anfange zu ballern, dann ist es wahrscheinlich wieder relativ schnell weg. Yes. Sehr, sehr gut. Oh, weit geht's sogar. Wo habe ich die denn eingesammelt? Lass dir Zeit. Wir nehmen das Messer. Kein Witz, ich gehe jetzt erstmal mit dem verdammten Messer hier durchs Rathaus. Schauen wir, ob ich so ein bisschen durchkomme. Ansonsten werde ich diese Waffe nie verwenden in diesem Let's Play wahrscheinlich. Deswegen machen wir es doch einfach immer jetzt, wenn ich Lust drauf habe. Und gerade eh so ein verdammter Schwertkampfmann über Schwertkampfstimmung bin. War das Zäpfchen? Oh Gott, sind das große Zäpfchen. Captain. Die Magnum-Variante. C-Virus-Zäpfchen. So haben es die Guerillakämpfer genannt. Schön, dass die Kavallerie endlich da ist. Wer sind Sie? Wir haben keine Pferde. Ich arbeite hier. Mein Name ist Ada Wong. Ich war Ihre Geisel. C-Virus. Das muss die Entstehung der Yavo verursacht haben. Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Wie wär's, wenn Sie erstmal die Waffen unternehmen? Nicht, bis wir uns einen Grund dazu geben. Ich hätte eine Idee. Neo Umbrella. Neo Umbrella. Die Organisation, die die Guerilla unterstützt. Zumindest glaube ich, dass sie sich so genannt haben. Der C-Virus kam also von Ihnen. Mehr weiß ich nicht. Danke, wir schätzen Ihre Kooperation. Finn. Sie werden auf Sie aufpassen. Ja, Sir. Der Neuling. Auf Ada. Um Gottes Willen. Behalten Sie sie im Auge. Na ja, gut, ich meine, Chris kennt sie nicht wirklich. Von dem her. Wir haben eine der Angestellten gefunden. Kehren jetzt zurück ins Foyer. Kommen Sie, ich zeige Ihnen eine Abkürzung zurück zum Eingang. Jop, jop, jop. Moment, Moment. Ja, ist okay. Ich gehe ja schon. Einen kleinen Moment gedacht, ich sollte hier noch was looten. Da habe ich gesehen, hier gibt es ja gar nichts zu looten. Manu. Erst looten, dann bluten, heißt es doch. Mist, sie sind kahl. Oh Gott, diese Riesendinger. Alle in den ersten Stock. Im Foyer ist es zu gefährlich. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Ja, ich wäre auch nicht da unten geblieben. Bist du verrückt? Guck mal, ich glaube, hier geht's rein. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Den sollten wir nehmen. Du meinst den hier? Pierce. Der jetzt plötzlich da ist. Wie ist das? Hochgefahren wahrscheinlich, die Steinplatte da. Okay. Ihre Freunde haben es nicht leicht. Ma'am, bitte, behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Die hat nur was gesagt. Behindern mich nicht bei der Arbeit. Geh mir aus dem Weg, Frau. Wir kommen erst weiter, wenn was? Diese Feinde beseitigt sind. Tun wir das? Warum? Wer erzählt denn so einen Müll? Ah, du Sacker. Oh Gott, es ist noch mehr davon. Okay, ich werde mich da... Na super. Ich werde mich dann erstmal auf meine alten Waffen verlassen. Die bisher auch ganz gut. Verdammt nochmal, hier kommen wir echt nicht durch, bis sie weg sind. Was zum Teufel? Warum macht er sowas mit mir? Warum Resident Evil? Warum muss ich diesen Bereich vor Gegnern säubern? Was wollen die Maut von mir oder was ist das Problem? Bezahl sie doch einfach. Lizards. Das ist verdammt großer Wartegang. Stimmt, wir sollten hierbleiben und sterben. Das ist eine gute Idee. Was für einen Sinn hat dieser Satz bitte gemacht? Vor allem, die sind voll schnell, die Sucker. Geh drauf jetzt, mein Gott. Die Pisser sind halt übel schnell, man trifft die richtig scheiße nur. Wo
Gut, 1000 Fertigkeitspunkte, das heißt, es werden auch keine Gegner, die wir wahrscheinlich so einfach mal dahin geworfen bekommen in dem Raum. Hoffe ich doch mal. Oh Gott! Was auch immer das gerade eben war, es war eklig! Fuck. Das war aber auch relativ knapp hier gerade eben. Komm echt nicht hier raus, Mann. Das ist bescheuert. Sowas finde ich halt echt doof. Wenn man wirklich im Prinzip Areale macht, so von wegen so, oh, wir müssen. Wir können erst da raus, wenn wir all diese Gegner getötet haben. Warum auch immer. Oh, nope. Suddenly Jurassic Park oder was los? Alter Schwede. Eliminiert. Bewegung. Wird auch Zeit. Das Lagerhaus nebenan. Von dort aus kommen wir raus. Okay, das klingt doch schon mal nach einem Plan, aus dem Rathaus zu entkommen. Sag halt, dass du da dumm Geschosse ranmachst, du Honk. Was ist denn falsch bei dir? Gut, okay, Leute, unsere Aufgabe ist es, aus dem Rathaus zu flüchten. Und das kriegen wir beim nächsten Mal auch, hoffe ich, auch hin. Mit der Hilfe von Ada. Bis dahin, haut rein.